Wenn du dich fragst, wie du in Ark Survival Evolved auf The Island die große Eishöhle schaffst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi, ich habe ja schon einen Guide gemacht zu 8 Höhlen auf The Island, jetzt folgt die Eishöhle wie versprochen. Und bevor ich euch zeige, was wir eigentlich dafür alles brauchen, zeige ich euch erstmal, wo die Höhle überhaupt ist. Mit GPS und der Karte sieht das wie folgt aus. Es kann jetzt sein, dass da mein Cam drüber ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieser Fluss hier quasi, der vom roten Obelisken weggeht, ist ein ganz guter Hinweis darauf, wo dann der Eingang zur Schneehöhle ist. Wichtiger sind da eigentlich auch die Koordinaten für euch. Und wie es eben aussieht, kann man schnell übersehen. Muss man ein bisschen aufpassen, dass eben hier ein Eingang ist. Und dann findet ihr das auf jeden Fall auch. Schauen wir uns also einmal an, was wir heute brauchen. Und was ich auf jeden Fall empfehle, sind Yutis. Und zwar brauchen wir da einen weiblichen und einen männlichen. Und das hat folgenden Hintergrund. Die sind dann Mate-boosted quasi, bekommen weniger Schaden und teilen auch mehr Schaden aus. Dadurch habt ihr davon länger was in der Höhle. Wenn ihr solo in die Höhle reingeht, würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass sie mindestens 12.000 Leben haben und mindestens einen Nahkampfschaden von 400%. Den Nahkampfschaden könnt ihr natürlich in der Höhle auch noch wieder hochleveln. Damit euch die Yutis dann auch nicht sofort wegsterben, würde ich auf jeden Fall eine Menge Fleisch lagern. Das würde ich auch genauso machen wie ich hier. Fundament mit einem Schrank drauf und dann einfach in der Höhle bzw. vor der Höhle platzieren, damit ihr später dann die Yutis damit vollpacken könnt. Denn die werden viel Schaden nehmen und ja, sie werden auch Fleisch dort farmen, aber nicht in der Menge, in der sie es bräuchten, damit sie sich heilen können. Außerdem brauchen wir einige Steinfundamente. Ich nehme jetzt hier einfach mal 10 Stück mit, das sollte passen. Und dazu eben auch einige Steindecken, damit wir an einigen Passagen auch mit den Yutis rüberkommen und sie keinen Schaden nehmen bzw. stecken bleiben und dann einfach sterben. Wichtig ist dann einmal für uns das Frier-Curry, damit uns eben nicht zu kalt wird in der Höhle. Medizinisches Gebräu, falls uns doch mal zu kalt wird in der Höhle. Dann empfehle ich auf jeden Fall eine Flinte oder eine Pumpgun. Das ist völlig egal, was ihr nehmt. Es geht einfach nur darum, Tiere zu euch zu holen, indem ihr sie anschießt. Dann solltet ihr auf jeden Fall Barrikaden mitnehmen. Ich nehme hier Metallbarrikaden, weil die kriegen die Tiere nicht kaputt. Und da würde ich so 20 bis 30 auf jeden Fall einpacken. Einmal um Wege zu blockieren, damit dort keine Dinos mehr rauskommen. Das ist für euch wichtig auf dem Rückweg. Und auch für das zweite, dritte, vierte Mal, wenn ihr durch die Höhle durchgehen wollt. Und einmal eben, um auch Tiere damit Platz zu machen, denn die laufen da einfach rein und nehmen sehr viel Schaden. Und ganz, ganz wichtig ist hier heute auch, dass ihr eine Spitzhacke dabei habt, denn an einigen Stellen wird euch durch Kristall der Weg versperrt und den müsst ihr dann frei machen, indem ihr den Kristall abbaut. Dann noch einige grundsätzliche Dinge, bevor es losgeht. Der Anfang und das Ende sind quasi hier der kniffligste Part und das Ding ist, den Anfang habt ihr halt zweimal, weil ihr müsst ja auch wieder raus. Da müsst ihr also besonders aufmerksam sein. Ansonsten, wenn ihr Tiere nicht angreifen, greift sie nicht an, wenn ihr dann nicht unbedingt lang gehen müsst. Die Polovias, also diese komischen braunen Hügelchen, die auf dem Boden sind, könnt ihr wunderbar auflösen, indem ihr mit eurem Yuti da rumschreit. Achtet unbedingt immer auf das Leben eurer Yutis. Checkt immer dreimal, ob ihr wirklich sicher seid, bevor ihr absteigt, weil ihr müsst ja manchmal auch eure Dinos eben forcefeeden, damit sie heilen. Und ganz, ganz wichtig, auch hier können Gegner aus den Wänden kommen und das ist mir auch direkt am Artefakt passiert. Deswegen da ganz, ganz vorsichtig sein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Ach, und was ich noch vergessen habe, was ganz, ganz wichtig ist für euch, nehmt einen Otter mit rein, denn der sorgt dafür, dass ihr nicht so schnell frieren könnt, beziehungsweise habe ich noch gar keinen Schaden durch Kälte bekommen mit einem Otter an mir dran. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und dann in der Kombination mit dem Frier-Curry geht das los. Eine Sache noch, bevor wir dann so richtig loslegen und dann habe ich es auch. Das wird jetzt hier kein 1:1 30 Minuten Durchgang, wo ich mich durch Gegnermassen durchkämpfe und keine Ahnung was. Ich erzähle euch hier die kritischen Punkte und wie ihr sie umgehen könnt, damit ihr durch die Höhle durchkommt, weil die Erfahrung sollt ihr selbst machen. So, dann können wir jetzt auch reingehen. Wir müssen jetzt erstmal ducken, damit wir jetzt hier durchkommen. Und das ist auch schon direkt der knifflige Part. Ich würde jetzt hier direkt schon mal versuchen, eine Barrikade auszuwählen, denn hier geht es rum in einen Gang. Ihr seht da auch nicht so viel, weil es einfach sehr nebelig ist. Und die würde ich schon mal direkt hier platzieren. Und das solltet ihr auch schnell machen. Denn es kann sein, dass bei mir jetzt hier zum Beispiel dann noch keine Dinos wieder da sind, weil ich vergessen erst in der Höhle drin. Aber wenn wir das gemacht haben und ihr vorsichtig wart, da solltet ihr euch echt beeilen mit dem Ding, dann könnt ihr eure Yutis hier rausschmeißen. So, leider läuft bei euch im Singleplayer dann dieser dämliche Timer ab, auch wenn ihr die Map auf PvE gestellt habt. Deswegen benutze ich jetzt hier mal den Cheat Clear My Buffs, damit das weg ist und ich direkt den nächsten Yuti schmeißen kann und er eben nicht von der Kryo-Krankheit befallen ist. Wenn ihr auf einem Server spielt, könnt ihr das einstellen, dass dieser Buff weg ist im PvE. Im Singleplayer habe ich es irgendwie noch nicht hinbekommen. Jedenfalls, wenn wir die geschmissen haben, würde ich die auf jeden Fall hier schon mal auf
Auto ermutigen, anstellen, ja, weil dann machen sie immer ihren Buff und buffen euch hoch, sodass ihr mehr Schaden machen könnt und vieren teilweise auch mit ihrer zweiten Attacke Dinos weg. Die lassen wir einmal stehen, beziehungsweise schmeißen hier mal kurz die Barrikaden rein, damit wir genug Fleisch mitnehmen können, weil jetzt müssen wir erstmal die Dinos beladen, damit sie genügend Fleisch dabei haben. So, ich habe die Tiere soweit beladen. Ich habe jetzt die Barrikaden bei mir wieder reingepackt und auch die Fundamente habe ich bei mir reingepackt. Denn ihr könnt von den Dinos ausbauen. Wir reißen das Ding jetzt ab oder heben das wieder auf, je nachdem, wie das bei euch eingestellt ist auf dem Server. Und dann sorgen wir dafür, dass der andere Yuti uns folgt. Im Normalfall ist hier eigentlich alles voll mit Bären, Polovias und Wölfen. Das Glück haben wir jetzt, dass es eben nicht da ist. Da habt ihr also den ersten Fight hier und das ist eben die erste schwierige Situation. Aber immer wenn ihr in einem Fight seid, solltet ihr auf jeden Fall eure zweite Attacke machen, sodass ihr eben Gegner schon mal wegfieren könnt. Denn zum einen laufen sie dann weg und zum anderen macht die auch noch mehr Schaden, beziehungsweise sie machen auch auf jeden Fall weniger Schaden bei euch. Dann geht es hier einfach gerade durch, bis ihr hier an so einem Flusslauf seid. Und das ist immer, hier ist auch ganz wichtig, ne? Seid immer vorsichtig, wenn ihr durch die Höhle durchgeht, denn hier ist alles voll mit Gegnern. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nichts weggeklärt bei mir. War hier gestern erst drin, das ist der Singleplayer, es ist noch nichts nachgespawnt. Hier ist alles voll mit Gegnern und hier könnt ihr eigentlich auch schon die Taktik verwenden, dass ihr vor euch einfach Spikes aufbaut, damit sie da reinrennen und Schaden nehmen. Dass ihr Spikes aufbaut, würde ich ganz speziell hier an dieser Stelle einmal empfehlen quasi, also einmal in diesem Flusslauf. Denn da hinten sind ganz viele Gegner normalerweise. Und wichtig ist eben auch, dass ihr euch nicht zu lange im Wasser aufhaltet, denn da können eure Dinos Schaden nehmen. Weiter geht's durch so einen kleinen schmalen Gang hier einfach. Da müsst ihr manchmal aufpassen, weil da kann es mal passieren, dass der Yuti da irgendwie hängen bleibt und euch dann nicht mehr folgt. Dann müsst ihr den ab und zu mal ein bisschen rausholen. Hier sind auch viele Gegner in dem Gang drin. Die könnt ihr wie gesagt wegfieren und geht ihr schön zu zweit rauf. Und ihr könnt natürlich euch auch gegenseitig hochbuffen, so wie das der andere Yuti hier schon macht. Dann sind wir ganz einfach hier. Ja, an dieser Station mit kleinen Inseln. Und hier könnt ihr rüberlaufen, ohne dass dieses Fundament mit den Dächern da ist. Aber der Rückweg funktioniert dann eben nicht mehr. Da würdet ihr reinfallen und kommt dann nicht hoch. Deswegen baut da entweder auf dem Hin- oder auf dem Rückweg schon mal das Fundament mit den Steindächern hin. So, jetzt würde hier der erste Fight losgehen. Wir vieren das mal direkt alles weg und der zweite Yuti, der hinter uns ist. Also wir machen ja schon ordentlich Schaden jetzt hier. Sollte eigentlich mit angreifen, könnt ihr auch gerne mit raufpfeifen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass sich der Yuti da nicht so ins Wasser verrennt und quasi die ganze Zeit selbst Schaden nimmt. Das kann leicht passieren. Hier sind dann auf jeden Fall auch einige Gegner für euch am Start. Nehmt euch da auf jeden Fall die Zeit, hielt euch hoch und hier müsst ihr auf jeden Fall aufpassen mit dem Yuti. Da ist er mir gestern ein paar Mal ins Wasser gefallen, weil er irgendwie zu dämlich war. Macht da also ein bisschen langsam. Rusht die ganze Höhle nicht und dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hier wäre dann Punkt Nummer 1, wo ihr auf jeden Fall mal die Spitzhacke anwenden müsst, denn hier unten ist Kristall und den müsst ihr einmal wegschlagen, damit ihr da durchkommt. Das Schöne ist, dass ihr mit dem Yuti wirklich durch alle Passagen hier durchkommt, problemlos. Das heißt, ihr müsst kaum absteigen. Hier würde man zum Beispiel mit einem Rex irgendwann hängen bleiben. Hier sind auch Gegner, also wie eigentlich überall in der Höhle und das Problem ist dann hier dieses große, ja, es ist kein Plateau, aber dieser, ja, Bereich hier. Da sind dann auf jeden Fall auch einige Dinos, die euch ans Leder wollen. Und ich kann hier schon mal empfehlen, dass ihr hier das ganze Ding auch schon mal absperrt. Denn teilweise spawnen die einfach auch im Wasser. Und wenn ihr dann auf dem Weg zurück seid oder das zweite Mal reingehen wollt oder, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal das blockiert. Hier könnte es auch sein, dass ihr absteigen müsst, weil ihr hier nicht durchkommt eventuell, weil der Yuti eventuell ein bisschen breit ist. Also hier auf jeden Fall, hier sind auch Kristalle, müsst ihr dann absteigen. Natürlich immer checken, ob ihr da irgendwie absteigen könnt oder ob da irgendwie noch irgendein Dino auf euch lauert. Dann kommen wir zum nächsten großen Raum und jetzt ist hier wieder folgendes Ding. Hier unten in diesem Bereich werden auf jeden Fall Tiere auf euch warten. Ihr könnt also hier vorne entweder Barrikaden hinbauen und die hier schon mal versuchen reinzulocken. Oder wenn ihr genug Leben habt, springt ihr hier unten rein und versucht eben Stress zu machen. Da ist aber ganz wichtig, dass ihr diesen Bereich quasi absperrt, weil da weiter vorne sind eben auch noch welche, die dann hierher laufen könnten. Und so laufen sie dann erstmal rein. Das Ding ist hierbei aber, dass man auch von hier rumlaufen kann. Dementsprechend müsst ihr hier das Ganze auch einmal absperren, dass da auf jeden Fall nichts durchkommt und euch da nichts zu nahe kommt. Natürlich würdet ihr dann einfach hier auch komplett dicht machen, damit die Tiere da eben gegenlaufen. Am Schluss reißt ihr das wieder ab, wenn ihr durch wollt. Und wenn ihr das nächste Mal reingeht, bringt ihr einfach eine neue Barrikade mit. Hier die Passage würde ich auf jeden Fall auch absperren. Denn auch hier können Dinos spawnen und sehr nervig für euch werden. An dieser Stelle kann dann übrigens auch die Flinte bzw. Pumpgun interessant werden. Denn wenn ihr diesen Bereich geklärt habt und da vorne eben noch die Barrikade stehen habt, könnt ihr von eurem Yuti aus quasi schießen. Also wenn ihr eben einmal absteigt, müsst ihr aufpassen, dass die Polovios auch wirklich alle aus ihren Löchern raus sind.
Ihr könnt da vorne die Dinos abschießen und so lockt ihr die her, dass sie hier reinlaufen und sie langsam aber sicher selbst platt machen. An dieser Stelle würde ich auf jeden Fall auch Barrikaden setzen und das dicht machen, denn da spawnen ab und zu auch noch Tiere drin. Dann habt ihr das schon mal geblockt und dann kann euch da nichts angreifen. Generell ist einfach die Taktik, immer wenn ihr große Gegnermassen seht, versucht da Barrikaden vor aufzubauen, sodass sie sich zum großen Teil einfach selbst platt machen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr da viele mitnehmt. An dieser Stelle hier oben könnte übrigens noch ein roter Drop sein. Da wird es dann interessant, mit dem Enterhaken sich da mal hochzuziehen, ist eigentlich auch kein Problem, wenn ihr vorher alles ganz gut geklärt habt. Hier unten in diesem Bereich sind ab und zu noch ein paar Tiere unterwegs. Hier kommt dann wieder eine sehr große VR-Kristallform, die ihr kaputt machen müsst. Und hier ist wichtig, dass ihr einfach dann die Barrikaden im Anschlag habt und die schon setzen könnt. In diesem Bereich hier vor mir spawnen auf jeden Fall Tiere. Die würde ich dann erstmal mit den Barrikaden platt machen, um dann weiterzugehen, um dann hier direkt wieder eine weitere Barrikade zu setzen. Denn im nächsten Raum, der jetzt hier kommt, sind häufig sehr, sehr viele Tiere unterwegs. Eisbären, Dipolovias, Wölfe. Und wenn ihr die nach und nach mit der Flinte oder mit der Pumpgun eben triggert, dass sie rankommen, habt ihr da ein leichtes Spiel und könnt dann den Rest eben ganz einfach kaputt machen. Wenn ihr das hier geklärt habt, würde ich auf jeden Fall hier vorne wieder eine Barrikade setzen, sodass die Tiere, die im nächsten Sektor auf euch warten, nicht reinkommen können. Denn das wäre eine ganz gute Möglichkeit, um sie nochmal zu healen. Generell sei dazu gesagt, wenn ihr euch healen wollt, versucht mit Barrikaden den Weg zu versperren oder eben sicher zu sein. Denn die Tiere sind jetzt hier drin nicht übermäßig aggressiv. Also die wollen euch schon töten, das ist klar, aber die kommen jetzt auch nicht irgendwie aus 5 Kilometern Entfernung auf euch zugelaufen. Wenn ihr dann bereit seid, um weiterzugehen, kommt hier eine nette weitere Passage, wo auch wieder schön viele Dinos auf jeden Fall am Start sind. Die könnt ihr alle wegkloppen und könnt ihr auch Barrikaden eben setzen, dass die Tiere irgendwie, die vielleicht im Wasser landen oder keine Ahnung was, sich wieder selbst Schaden zufügen. Und jetzt hier an dieser Stelle ist wichtig, und da kommen eben die Fundamente und auch die Dächer ins Spiel. Setzt hier einfach 3 Fundamente und 2 Dächer ran in der Länge, damit ihr hier eben rüberkommt, und macht das auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Einfach die Fundamente ranklatschen, die Dächer ranbauen und gut ist, denn dann könnt ihr da mit euren Duties locker rüberlaufen und sie landen eben nicht im Wasser. Das ist das Problem, die landen sonst da im Wasser und kommen da nicht wieder raus. Hier empfehle ich es euch auch auf jeden Fall, Barrikaden aufzustellen, denn vor uns ist eigentlich auch immer sehr, sehr viel los und da könnt ihr eben die Tiere auch wieder ranlocken, indem ihr sie anschießt, und könnt ihr hier super wegfahren. Und hier kommen wir dann schon zum Endpart quasi, und das ist immer ein ekliger Part, denn hier geht es in so eine kleine Röhre rein. Hier sind sehr viele Polovias meistens im Boden drin, die fährt ihr einfach wieder raus mit eurer Attacke und geht dann eben rein und haut hier alles weg, was wegzuhauen ist. Wichtig, finde ich, ist jetzt hierbei, dass wir jetzt hier den anderen Duty stehen lassen, damit der hier nicht irgendwie blöd runterfällt. Denn hier unten ist ein Loch, da sind ja schon die Anglerfische drin und da wollt ihr nicht unbedingt reinfallen mit eurem Duty. Dann könnt ihr alleine mit eurem Duty hier ganz entspannt hochlaufen. Hier sind mir gestern noch Bären und Wölfe entgegengeflogen, deshalb hier auf jeden Fall aufpassen. Seid euch sicher, dass ihr absteigen könnt. Hier notfalls nochmal einmal rein, dass ihr wirklich auch sicher seid, dass hier kein Polovia ist. Und hier könnt ihr euch eben dann das Artefakt rausnehmen, wenn ihr denn noch keins im Inventar selbst habt. Und dann geht es eigentlich nur zurück. Und je nachdem, ob ihr Glück habt oder nicht, kann es eben passieren, dass wieder einige Dinos nachgespawnt sind. Denn es braucht ja auch seine Zeit, bis ihr hier durchkommt. Hier würde ich dann den Duty wieder mitnehmen und würde den einfach nach vorne pfeifen, dass er euch einmal nach vorne läuft. Da müsst ihr allerdings aufpassen, dass er nicht zu wild und zu schnell irgendwo hinläuft und irgendwie dann jetzt hier seitlich runterfällt. Das wäre ziemlich blöd. Wenn ihr das Artefakt habt, dann ist das erst die halbe Miete in der Eishöhle, denn der Weg nach draußen kann sich, wie gesagt, nochmal genauso schwer gestalten wie der Weg rein zum Artefakt. Da müsst ihr auf jeden Fall weiterhin vorsichtig sein. Das Ding ist, also durch die Parts könnt ihr jetzt hier relativ selbstbewusst durchgehen. Ich finde, es wird am Anfang, beziehungsweise jetzt ja dann am Ende, erst wieder so richtig knifflig. Denn da haben wir keine Barrikaden gebaut. Das könnt ihr natürlich gerne machen, wenn das bei euch funktioniert. Aber ich kann da bei mir leider nicht bauen. Und dementsprechend wird es da nochmal ein bisschen haarig. Und an dieser Stelle sparen wir uns dann einfach mal das Ganze umhergelaufen. Da laufen wir einfach hier rüber und nehmen dann unsere Plattform hier mit, die wir jetzt entweder bauen oder eben zum Schluss. Könnt ihr natürlich auch anders machen. Ich habe jetzt hier so eine Raute eben gemacht, weil es funktionierte gestern nicht anders. Das ist eben das, was ich meinte. Da ist jetzt der Yuti ins Wasser gefallen und kommt nicht mehr klar auf sein Leben. Dann müsst ihr darauf, ne, gefasst sein, einfach gar nicht groß in Panik verfallen und einfach mal versuchen, irgendwo hinzupfeifen oder mitzunehmen. So, da ist er wieder. Auch wenn er da jetzt noch Schaden bekommt. Jetzt ist er wieder nah an uns dran und da können wir ihn jetzt auch mitziehen. Hier seid ihr relativ safe. Also hier vorne könnte noch was sein in diesen Kristalldingern. Das ist aber nicht so wild eigentlich. Könnt ihr auch absperren, wenn ihr wollt. Aber hier seid ihr eigentlich safe, wenn über die Barrikaden dort niemand drüber kommt, wenn die gut geplaced sind. Und dann sind wir eben auch schon beim Anfang. Wie gesagt, ich zeige es nochmal hier. Ich kann hier nichts platzieren. Dementsprechend können wir das hier auch nicht dicht machen. Dementsprechend werden wir hier noch einen Fight haben. Aber was wir jetzt einfach machen, wenn der Duty fertig ist mit seinem Gebrülle, wir laufen
laufen hier vorne rein. Zum Start wieder, springen dann ab und machen das ganze Ding hier wieder mit einer Barrikade zu, dass wir in aller Ruhe unsere Jutis wieder einfangen können in die Kryokapseln und die dann ganz gediegen hier mit rausnehmen können. Gehen wir eben wieder unten hier raus, wenn wir sie dann eingefangen haben. Ich mache es jetzt nur mal exemplarisch hier fürs Video. Und dann hätten wir quasi die Höhle geschafft. Natürlich ist es deutlich schwieriger als das, was ich jetzt gezeigt habe. Das ist ganz klar, aber das ist eben der Weg. Wenn ihr da auf eure Jutis aufpasst, wenn ihr die Wege absperrt, die Barrikaden schlau einsetzt und dann nicht verzweifelt, dann schafft ihr das auf jeden Fall auch. Kann natürlich sein, dass ihr da irgendwie ein, zwei, dreimal vielleicht bei sterben werdet, aber das ist auch mir passiert, bis ich das Video machen konnte. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, denn das hilft tatsächlich dabei, dass der Kanal sich weiterentwickeln kann, denn so wird das Video weiteren Menschen angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.